Der ukrainische Innenminister ist bei einem Hubschrauberabsturz nahe Kiew ums Leben gekommen. Der Absturz hat sich Behördenangaben zufolge in der Stadt Browjach in der Nähe eines Kindergartens und eines Wohngebäudes ereignet. Nach Angaben der ukrainischen Polizei starben mindestens 16 Menschen, darunter auch zwei Kinder. Also die ersten Bilder vom Unglücksort, die wir erhalten haben. 22 weitere Menschen, heißt es, befinden sich verletzt in einem Krankenhaus. Neben dem Innenminister der Ukraine sind auch sein Stellvertreter und weitere hochrangige Regierungsvertreter unter den Opfern. Die Ursache für diesen Absturz, die ist bislang noch völlig klar. Ob es ein Unfall war, ob es möglicherweise darüber hinaus geht, das ist momentan alles im Bereich der Spekulation. Wenn wir weitere Informationen über diesen Hubschrauberabsturz nahe Kiew bekommen, wir halten Sie hier bei Welt auf dem Laufenden. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.